Willkommen zusammen zu einer weiteren Fahrt im Train Sim World 2, offensichtlich. Und wir fahren mit der Baureihe 185 von Locomotion und stehen hier gerade in Augsburg und fahren mit unserem Güterzug nach München. Stimmt das überhaupt? Stehen wir überhaupt in Augsburg? Bin mir gerade nicht ganz sicher. Wir steigen erstmal ein. So, dann setzen wir uns mal hin. Wir haben schon Ausfahrt. Das sieht doch schon mal gut aus. Dann nehmen wir mal den Richtungswender rein. Der Stromabnehmer ist schon gehoben. Genau. Können wir auch direkt die Vorwärtsfahrt auswählen. Das passt dann soweit. Dann machen wir uns hier mal noch die Pultbeleuchtung aus, das ist hell genug draußen. Ziehen einmal kurz die Lokbremse an. Machen uns LZB, PZB und SIFA an. Spitzensignale. So, Zugart ist die mittlere vorgewählt. Ich denke mal, das wird schon so passen. Naja, wobei unser Zug. Ich weiß nicht, bei den Bremseigenschaften. Na, bleiben wir bei der mittleren Zugart. Das wird schon, glaube ich, in Ordnung gehen. Okay. Dann würde ich sagen, sind wir auch soweit startklar. AFB machen wir uns noch nicht an. Lösen die Bremsen. Direkte Bremse lösen wir auch. Und jetzt rollen wir hier schon nach hinten. Wir hätten vielleicht ein bisschen Leistung schon mit dazugeben sollen, damit wir nicht nach hinten rollen. Sehr gut. So, also es ist nicht gerade, aber offensichtlich die Rollprobe hat ja dann auch schon funktioniert. Wir sind ja schon nach hinten gerollt. Also wir lassen ganz wenig Leistung aufgeschalten. Zugbeeinflussung. So, schauen wir mal auf die Karte. Wo sind wir denn? Ach, da ist München, ne? Ja. So ein bisschen mehr Leistung dazu. So, 30 km/h haben wir erreicht. Hauptsache, wir kommen nicht über die 40. Dann können wir jetzt schon mal die Leistung langsam zurücknehmen. Kommt uns denn da entgegen? Eine 185. So, jetzt geht es den Berg wieder runter. Heißt also, wir werden vermutlich von alleine gleich wieder schneller werden. Hallo, Kollege.
Ich glaube, hier steht halt in echt ziemlich, ziemlich viel Zeugs rum. Würde ich jetzt mal behaupten. Ah, wir fahren ja auf ein haltzeigendes Signal zu. Das habe ich ja ganz vergessen. So, 500 Hertz Magnet ist auch an. Ja. Komm, vielleicht springt das noch um. Schade. Das tut es nicht. So, dann ziehen wir mal die Lokbremse an. Und lösen mal die Bremse. Ich denke mal bei... Ja, guck mal, wir sind genau gerade auf der Ebene. Da ist die 146 an uns vorbeigezischt. Mit etwas Glück dürfen wir dann danach fahren. Ja, zu unserem Zug. Also wir fahren die 185 von Locomotion. Wenn ich dran denke, dann verlinke ich das Repaint in der Videobeschreibung. Hier mit Lok 663. Hinten dran haben wir die Containerwagen, Hapag-Lloyd und Hamburg Süd, die eine Höchstgeschwindigkeit von... ich glaube 120 zulassen. Steht das hier irgendwo? Naja, ich glaube nicht, aber... Die lassen auf jeden Fall, glaube ich, 120 zu. Unsere Lok kann 140. Hier vorne fährt noch einer vorbei. So. Wow, hier ist ja richtig was los. Dann können wir die Lokbremse lösen, während wir gleichzeitig Leistung aufschalten. So, der ganze Zug bewegt sich, sehr gut. Dann können wir jetzt ein bisschen mehr Leistung aufschalten. Haben weiteren Halt zu erwarten. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Okay, keine Beeinflussung. Warum? So, das nächste Signal ist ja auch schon rot, also können wir da ganz gemächlich fahren. Ja, somit 30 in etwa. Das passt. Wir müssen ja nicht die 40 ausfahren. So, hier einmal links rüber.
Huch, falscher Knopf. Aber wir können uns auch heute mal die SIFA ausmachen. So, anscheinend haben wir ein grünes Signal vor uns. Können wir ein bisschen mehr Leistung aufschalten. Aber auch nicht zu viel, denn das danach ist... Ah, das ist jetzt auch auf grün gesprungen. Hier vorbei an München Pasing. Und das A hier am Signal steht vermutlich für Augsburg. So, da das nächste Signal auch grün ist, machen wir uns jetzt mal die AFB an. Dazu nehmen wir einmal die Leistung komplett raus. AFB-Hebel einmal durchdrücken. Dann hier vorne die AFB anmachen. AFB, AFB, AFB. Und dann jetzt wieder runter auf die 40. Und Leistung wieder rauf. So, ab hier vorne dürfen wir dann gleich auch 120 fahren. Zumindest sind die 140 angekündigt, so. So, hoffentlich schalten wir jetzt ein bisschen Leistung auf. Es geht nämlich ordentlich hoch. Müssen wir mit der AFB noch ein bisschen hochgehen? Ja, dann gibt sie wieder Leistung frei. So, ab hier vorne dann 160. Wir nehmen den Leistungshebel zurück. AFB dann hoch auf die 120. Und langsam Leistung wieder aufschalten. Ja, einer der wenigen Güterzugfahrten hier auf München-Augsburg, die wir bisher gemacht haben. Sonst hier immer ja im Personenverkehr unterwegs, im schnellen Personenverkehr. Heute mal als Güterzug. Mal schauen, was uns noch so begegnen wird an KI-Verkehr. Ein bisschen was haben wir ja schon gesehen.
vielleicht begegnet uns ja auch noch ein ICE. So, was haben wir da vorne? Sieht aus wie ein Dosto. Nee, doch nicht. Springen wir mal einmal rüber. Wohin, wohin? Ich würde sagen, hier vorne auf die Brücke. Oder so, so ist gut. Und hinten dran die Zugschlusstafeln. Sehr gut. So, jetzt ist mal wieder unsere Tachoanzeige kaputt. Jetzt geht sie wieder. Und die nächste S-Bahn. Okay, warum sind wir nicht in der LZB? Sind wir auch laut hat nicht? Komisch. Vielleicht muss erst der gesamte Zug drüber, aber das ist er ja schon locker. LZB ist an. PZB auch, sie fahren nicht. Warum klappt die LZB nicht? Ich habe mich mal gefreut, einen Güterzug mit LZB zu fahren. Ach, wie schade. Dann ist es halt so. Dann fahren wir heute ohne LZB. Ah ne, ich wollte nichts am Netz hier verstellen. Das habe ich schon mal gemacht und das war keine gute Idee. Oh schön, so ein kleiner See. So, wir fahren wieder 0 km/h, offensichtlich. Da. Schade, dass die LZB nicht anders oder nicht funktioniert. Ne. Komisch. Aber cool, dass wir freie Fahrt haben. Können wir richtig schon durchziehen. Das Signal links ist grün. Heißt, dass wir Glück haben, werden wir gleich fliegend überholt von dem ICE.
Die hat ja nämlich einen leichten Geschwindigkeitsüberschuss. Hier darf man nämlich, glaube ich, 160 fahren. Mindestens. Mit LZB vermutlich sogar schneller. Die werden langsamer. Komm schon, Lok, schalte ein bisschen mehr auf. Ich gehe nochmal mit der AFB einen Ticken hoch. Ach, kann ich gar nicht. Doch. Ich dachte, die Lok riegelt ab. Aber tatsächlich können wir mit der AFB hoch. So, einmal durch die Unterführung. So richtig dunkel wird es nicht in der Lok, ne? Da vorne kommt der ICE. Sehr schön. So, hier geht es wieder hoch. Deshalb gehe ich wieder mit der AFB ein bisschen über die erlaubte VMAX. Hier geht es ordentlich hoch, ne? 0,7% oder Promille? Ich weiß es nicht. Einmal durch Bayern durch. Schön. DTG hat ja ein paar weitere bayerische Strecken gebaut für den Train Sim World, für den Train Simulator, nicht für den Train Sim World. Da kann man natürlich eventuell darauf schließen, dass diese Strecke hier nicht die einzige bleiben wird in Bayern. Also sowas wie Mittenwaldbahn hat ja, glaube ich, DTG gebaut für den Train Simulator. Das wäre natürlich eine coole Sache hier. Wir haben jetzt angekündigt, Dresden-Chemnitz mit der Baureihe 612 und der 143. Ich freue mich auf die 612 Extremes. Das wird, glaube ich, sehr viel Spaß machen, mit der rumzufahren, vor allem mit der Neigetechnik. Huch, da ist gerade eine Pflanze aus der Erde heraufgesprießt. Ja, mein Spessartbahn ist, glaube ich, auch noch Bayern, ne?
Oder? Ich bin mir da nicht ganz sicher. Falls das jemand besser weiß, gerne in die Kommentare rein. Ich meine, mein Spessartbahn ist ja noch Bayern. Aschaffenburg? Doch, Aschaffenburg ist, glaube ich, in Bayern. Mit unseren stoischen 120 fahren wir Richtung Augsburg und können aber richtig gut die Landschaft genießen. Das kann man nicht so gut beim ICE. Ja, da fliegt ja an einem wirklich die Landschaft vorbei. Oder eigentlich fliegt man ja selbst an der Landschaft vorbei, aber hier kann man doch mal die Strecke ganz anders betrachten. Das ist eigentlich ganz cool. Bei den S-Bahn-Zügen kann man auch nicht so viel auf die Landschaft achten, denn man muss ja ständig halten. Bei Dresden-Chemnitz freue ich mich auf jeden Fall darauf. Das ist ja, glaube ich, ziemlich hügelig da in der Gegend. Also so ähnlich wie die Clinchfield Railroad Strecke von DTG, die war ja auch sehr hügelig. Ich glaube, sowas Ähnliches erwartet uns auch tatsächlich mit Dresden-Chemnitz. Da freue ich mich sehr drauf, weil wir keine so richtig, ja, so eine richtig krass bergige Strecke im TSW haben, außer Arosa. Und Arosa ist, ja, naja, von der Gestaltung her. Landschaftsgestaltung ist, sagen wir mal, nicht im allerhöchsten Level der Fähigkeiten und der Schönheit angesiedelt. Oh. Zugbeeinflussung. Oh, schnell runter. Ah, das wird, glaube ich, nichts. Ach, ganz knapp geschafft. Komm schon, lösen. 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 Warum ist die Lokbremse angezogen? Ach, blöde AFB. Was ist denn los? Hallo? Warum wackeln wir jetzt hier so rum? Ach so. Noch eine Bremse angezogen. Moment. Nee. Zugbeeinflussung.
So, ja, kleiner Zwischenhalt. Kann aber passieren. Ich glaube, ich fahre die 185 besser ohne AFB. So, 119 haben wir erreicht. Das geht jetzt ein bisschen runter, dahin nehmen wir mal die E-Bremse. So, PZB Zugbeeinflussung. wachsam. Das könnte wieder sehr knapp werden. Halt an. Ja. Können wir mal den Fahrdienstleiter anrufen? Ah, nein. Der will, dass wir hier warten. Warum steht hier 1 km/h? Wollen wir? Irgendwie? Nee.
Ach, wir dürfen. Ach, fuck. Ach, dammit. So, jetzt wird es langsam was. So, 500 Hertz leuchten mal das weg. So, 13 Kilometer noch.
Und wir müssen wieder anhalten. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Das Signal ist gerade umgeschwungen. Also der 500er ist nicht angesprungen. Da haben wir genau Glück gehabt. Und Zugbeeinflussung. 1000 Hertz Magnet ist an. In 1,2 Kilometern haben wir einen Halt zu erwarten. Daher schalten wir gar nicht erst besonders viel Leistung auf. Denn sonst haben wir gleich wieder eine ziemlich unnötig starke Abbremsung beziehungsweise sogar vielleicht einen vermeidbaren Halt. Lass mal ein bisschen Leistung aufgeschaltet, sagen wir also 30 kN pro Fahrmotor. Wir haben 4 Fahrmotoren, das heißt also, wir ziehen hier mit 180 kN am Zug und das ist schon ordentlich was. Hier ist vielleicht ein Aldi oder so. Gehen wir auch wieder hoch auf die 120. Sind wir auch schon gleich bei den 120 angekommen. Und haben eine Geschwindigkeitsherabsetzung auf 150. Braucht uns nicht wirklich zu interessieren, allerdings das Lichtsignal dahinter leider schon.
Zugbeeinflussung. So, da kommt uns noch ein ICE entgegen. Hallo, Display. Geht doch. So, auch hier wieder PZB. Wachsam. Zugbeeinflussung. Jawohl. Können wir mal auf die 70 hoch. Wir sind auch schon jetzt hier im Speckgürtel von Augsburg mittlerweile angekommen. Haben auch nur noch 4,5 Kilometer. Und dann sind wir auch schon da. So, die PZB hat sich schon wieder von alleine beruhigt. Und hier vorne dann die Ankündigung auf gar nichts, das ist wie eine andere Seite. So, Leistung raus. Und bremsen wieder ans Team. Wachsam. Prüfgeschwindigkeit ist unterschritten. Noch 800 Meter bis zum roten Signal. So, Ankündigung auf 100. So, 500 Hertz Magnet. Ist ausgeblieben, weil das Signal umgesprungen ist.
Sehr schön. So, halt. Nee, langsam Fahrt mit 40. Zugbeeinflussung. Angekündigt. Zugbeeinflussung. Also bleiben wir auch bei den 40. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. So, und Halt ist angekündigt, unser letztes Mal heute. Oder? Na, doch, ja. Okay, unsere Fahrstraße ist gelegt. Dann ist ja gut. So, dann nehmen wir schon mal ganz langsam die E-Bremse. So, ich hoffe, das reicht. Müsste aber genau passen. Jawohl. Sehr schön. Dann danke ich euch fürs Zusehen. Ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mal dabei seid. Macht es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.